Meine Damen und Herren, liebe Bürger, liebe Abgeordnete und liebe Mitredner, wir widmen uns heute einem großen Problem, und zwar der fehlenden kulturellen Vielfalt in unserem Land Deutschland. Wir werden nun hingehen und verschiedenste Dinge von höchster kulturellen Wertschöpfung und Wertigkeit gemeinsam bewerten und beginnen mit On Point, die da tatsächlich etwas Unglaubliches geschaffen haben, und zwar YouTuber lachen über Axel Voss. Ein Video, welches besser in der kreativen Wertschöpfung sein könnte und unglaublich, unglaublich wertvoll ist für den gemeinsamen Erhalt der deutschen Kulturlandschaft. Meine Damen und Herren, ich würde nun um einen kräftigen Applaus im Chat bitten für On Point und YouTuber lachen über Axel Voss. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn jetzt alle mal ganz kurz klatschen könnten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sollte der Wichser nicht eigentlich meine Videos schneiden? Also, sollte der nicht eigentlich... Meine Damen und Herren, ja. Da steht nicht mein echter Name. Ey, das ist, Digga, was ist denn hier verkehrt gelaufen mit euch? Oh nein, Monte. Hallo Monte, ich bin der GM Master. Ich habe deinen Computer gehackt. Oh mein Gott, Leute. Der fucking Game Master, fuck. Hi. Was ist das bitte für eine Scheißmusik? Ah, viel besser. Danke, Regie. So klingt es viel epischer. Die Prank Bros haben mir sehr wehgetan und gegen mich gekämpft. Mhm. Ich brauche Mitleid. Ja. Also like das Video. Okay. Spaß. Ich bin hier, weil ich auf die Demo aufmerksam machen muss. Leute, geht morgen auf die Straße und demonstriert gegen wichtig. Artikel 13, ganz denn wichtig. Wir sind keine Bots. Ganz wir sind wichtig. Keine Bots. Oh Mann. Ich bin ja ein Bot. Mhm. Muss jetzt ganz dringend los und okay. Monte. Ich sehe hier sehr viele Pornos auf deinem Desktop. Geht steif in der Büchse. Beruhig dich mal. Nimm lieber den Anruf an, dich passt. Halt deine Fresse, Alter, du Stück Scheiße. Rufe Antwort. Du dumme Sau, Alter. Hallo? Wenn es mal irgendwann den Moment gibt, wo ich mit Axel Voss, Simon Unge, Tanzverbot und Montana Black in einer Skype-Konfi bin, dann sitze ich im Bundestag. Hallo, mein Name ist Axel Voss. Hallo, mein Freund. Where are you from, man? Ich bin von der CDU und aus dem Rheinland. Ich arbeite im Europäischen Parlament, insbesondere... Can you turn off your mic? No, I don't think so. Ich habe mich gerade in seine Lage hineinversetzt, Digga. Als Abgeordneter stehe ich vor der Aufgabe, das war's den europäischen Bürger so. Durch Gesetz vor dem Missbrauch zu schützen, vor dem Missbrauch ihrer Daten zu schützen. Aha. Im Parlament klar. Arbeite ich deshalb an einem neuen, einem besseren und einfach, er sitzt einfach nur da. Das in ganz Karia, was geht? Geht. Kann man sich nicht und die einheitlichen Rechte verbessern den Schutz auch für unsere Bürger. Hm. Nee. Dieses Artikel 13, es darf nicht durchgesetzt werden. Ja. Für ein Ding. Ich meine Artikel 13. Ich habe mit allem gerechnet. Es ist der größte Müll. Aber damit... Habe ich nicht gerechnet. Bitte, bitte macht etwas dagegen. Oh Mann. Wisst ihr, ich bin ein normaler Mensch. Du bist hier die Schlampe. Oh Mann. Oh fuck, Alter, was ist denn das, Junge? Was ist das für ein Move? Junge, er ist so dumm. Bruder, es ist wie ein Haufen. Ah, Bruder. Wer mehr über meine Arbeit erfahren möchte, kann das über das Keiner hört Axel zu. Hey!
Ich bin aber so schreckhaft. Jetzt habe ich mich gerade tatsächlich erschrocken, weil ich einfach nur seinem gelangweilten Scheiß wieder zugehört habe. Du bist ein Hurensohn. Ich bin Veganer! This is not, from my point of view, the right way to go forward. So viel zu dem Thema. Leute, Artikel 13 ist absoluter Schwachsinn und bringt verdammt nochmal niemanden was. Ja, was ja. Ist denn los? Bitte. Meine Fresse. Pass gut, bleib einfach entspannt. Ein Real Talk zu Artikel 13. Das spielt keine Rolle. Digga, das war's aber komplett mit deiner Rothaarfrisur. Also, wenn Artikel 13 in Kraft treten sollte, dann bin ich weg aus Deutschland. Komm auf die Insel, Junge. Nee. Warum bist du dann weg, Monte? Das macht gar keinen Sinn. Ab nach Thailand, ein paar Ladyboys ficken. Er ist, glaube ich, echt ein bisschen hängen geblieben. Gabi, komm runter, lutschen. Ein bisschen viel. Was auf jeden Fall reizen würde, egal ob jetzt Europa oder nicht, wäre Malta, Digga. Schön nochmal vom Malta Casino Stream, Digga, auf ganz legal. FBI, open up. Das wäre nice. Bruder, dann werden aber die 50er Spins gemacht, da können, Bruder. No, I don't think so. This is illegally. Dein Englisch ist auch echt noch beschissener als meins, Digga. Yes. Ja. I can see you. Ja, Leute, was geht? Verpiss dich, du Hurensohn! Hallo! Maul, Alter! Alles ist gut, Monte, alles ist gut. Also, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ey, Leute. Ja. Ja, Monte verlässt direkt den Call. Besser ist es. Leute! Ja! Dieses Artikel 13, es darf nicht... Mann, halt deine Fresse! Stark, stark, stark. So, Leute.